Hans-Jürgen ist sauer über diesen Blitzer. Der Rentner lässt sich sogar absichtlich blitzen. Der Grund? Die fehlenden Plaketten auf dem Kennzeichen. Hier fehlt die Steuermarke von der Hansestadt Wismar, die Kreismarke und es fehlt ein TÜV-Zeichen. Jedes Fahrzeug, was im Straßenverkehr bewegt wird oder steht, im öffentlichen Straßenverkehr, das ist öffentlicher Straßenverkehr, muss zugelassen sein. Was anderes gibt es nicht. Hans-Jürgen bekommt ein Bußgeldbescheid über 30 Euro. Er verweigert die Zahlung. Der Fall landet vor Gericht. Das stellt das Verfahren wegen Geringfügigkeit ein. Das Urteil berücksichtigt nicht die fehlenden Plaketten. Jetzt will Hans-Jürgen die Stadt verklagen. Außerdem müsste das Ordnungsamt und die Bußgeldstelle zumindest alle nicht verjährten Bußgeldsachen erstatten, wenn ich denn Recht bekomme. Und ich bekomme Recht, da bin ich mir fest von überzeugt. Andere Blitzanhänger in der Stadt sind mit einer Plakette ausgestattet. Stadtsprecherin Nina Rehberg weiß, warum die Plaketten fehlen. Der Blitzer, das ist einfach so, dieser Blitzer hat ein, wenn er steht, hat er ein Kennzeichenduplikat sozusagen, unter anderem aus Vandalismusgründen, weil die sehr oft beschmiert werden etc. Und das originale Kennzeichen, das befindet sich, während er steht, innerhalb des Blitzers, wird es aufbewahrt und sobald er bewegt wird, wird das dort angebracht. Dafür, das ist aber genehmigt so und er darf halt also mit diesem Duplikat dort stehen. Rechtsanwalt Arndt Kempkens gibt Hans-Jürgen recht. Solche Anhänger dürfen nur abgestellt werden, wenn die eben zugelassen sind und auch eben ordnungsgemäße Kennzeichen haben. Und zwar immer, wenn sie abgestellt werden. Und wenn das hier eben nicht der Fall ist, und dann ist das natürlich ein bußgeldrechtlicher Verstoß, führt nicht unbedingt dazu, dass es nicht verwertbar ist. Und dieses Argument der Behörde halte ich für völligen Quatsch. Der Rentner ist mit seiner Aktion mittlerweile stadtbekannt. Eine coole Aktion von Herrn Löwe, dass er sich dafür einsetzt, für die Menschen, die halt in einer bestimmten Kilometeranzeige geblitzt wurden. Ich habe Strafanzeige wegen fortgesetzten vorsätzlichen Betruges gestellt, weil das eben nicht rechtsmäßig ist, was das Lübecker Ordnungsamt hier treibt.